Nice. Oh, oh, jetzt geht's ab hier. Ah. Oha, da haben wir schon den Screen, das ist schon mal schön. So, es gibt verschiedene Sachen, ne? Online versus Kampagne. Wir machen den Turm, die Kampagne. Also das sind alle Charaktere, die wir jetzt haben, ne? Es gibt ansonsten die zwei Modi, die ich gezeigt habe. Haben wir Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Feuer Liu Kang, Johnny Cage und Li Mei. Oh, Li Mei gibt's auch, interessant. Ah, ich finde Liu Kang und Sub-Zero. Sub-Zero ist halt so ein bisschen der Ryu, ne? Klassik. Kannst die Gegner einfrieren, machst eine fette Combo. Liu Kang ist halt alles mit Feuer, das finde ich natürlich auch nicht ganz nice. Liu Kang. Ach, jetzt haben wir hier meine Assists. Frosts, Sonya, Jax. Ich weiß nicht, wenn man Mittel oder... Ja, wenn ich Mittel. Ich muss mir auch ein bisschen reinfuchsen. Ich glaube, der ist aber an sich eigentlich ziemlich... Ach, oben ist Johnny Cage, ist der Endboss. Geil. Okay, das ist der. Der ist das. Es wird auch Liu Kang auch... Ach so. Ah ja, okay. Oh, okay. Feuerball. Geil. Die zonen wir einfach komplett. Ich finde die D-Pads super anstrengend von der Xbox. Das ist ja nicht meine, ne? Sieht man es jetzt bestimmt, oder? Sehe ich leider den Twitch-Chat nicht. Ich muss gleich noch... Ach doch, jetzt sehe ich ihn auch. Okay, alles klar. Okay. Oh! Liu Kang? Ah ja, das kann man Das habe ich doch im Dings gesehen. Wartet. Ja, dann kannst du cancel Kombos. Ne? Nice. Oh! Oh! Jetzt geht's ab hier! Ah! Feuerball! Oh, du Schweinhund! Au! Oh, er weicht aus, das hat sich voll im Sub-Zero-Dings. Au. Oh. Alter, jetzt geht's ab. Au. Und. Ja, das war jetzt das erste Mal, dass das ein cooler Fight-Clip hier war. Alter, jawohl. Au. So geil. Und dich, Keule. Kann man immer nicht in der Luft auf Feuerball machen? Das ist krass. Au. Das ist nicht gut. Oh, nice! Mit Jax Feuer sogar noch. Ups. Ach, der Vorwärtsgriff ist mit Buddy. Jetzt haben wir's. Die kam ja aus dem Trailer. Alter, das ist so übertrieben immer, oder? Alter, Junge. Junge. Weil es so schön ist. To ho! Alter. Ach ja, siehst du, er hat einen Scissors Kick noch, aber nur in der. Boah, Kamehameha! Das hat gesessen. Was geht denn jetzt? What? Was? Ist das seine Dings?
Was für ein Talent. Triff Hollywoods neuesten Star. Fatality. Komm, wir spielen online. Ich werde wahrscheinlich übel aufs Maul kriegen, aber so ist es halt. Nice, gewonnen. Not gegen Elend, aber egal. Oh Mann, ey. Ach, ich glaube, Kenshi feiere ich auch und diese wie hießen die Dämonenkriegerin mit Licht. Mach's gut. Mach dir besser. Round 2, fight. Was denn, Mann? Shit. Round 2, fight. Alter. What the heck, man? Brutality. Ich hätte einfach Todes greifen müssen die ganze Zeit. Ich muss euch ehrlich sagen, ich spiele auch MK, weil ihr da immer Bock drauf habt und so, ne? Und macht das auch deswegen. Ich finde aber vom Flow der Matches, finde ich MK echt extrem weit hinter Street Fighter. Hey, Xum Xum. Ja, also ich finde MK ist cool gemacht. So, ich finde das Ganze drumherum ist wahrscheinlich bei MK am besten. Aber ich finde das Fighten, glaube ich, ist für mich Mortal Kombat
Weiß nicht. Ich finde es immer im Vergleich zu Street Fighter einfach so clunky oder unintuitiv. Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist so ein bisschen random irgendwie. Also ich mag es auch, aber halt nicht so für das Competitive Kämpfen. Also das ist nichts für mich so. Hallo Ken! Feuerball, das ist der coolste Feuerball, den ich glaube ich bis jetzt so gefunden habe. Nein, Mann, ich dreh das noch fast, ey! Das stand nicht im Drehbuch. Mach dein Brummer diesen Move da. Boah, das ist so geistgestört, oder? Johnny Cage wins. Wir sind noch Beta und der Kunde teabaggt mich. Unfassbar einfach. Mir ist es ein bisschen zu viel Haut drauf oftmals und zu viel irgendwie diese Strings einfach immer nur eingeben, ne? Statt Kombos zu confirmen mit Confirm-Kombos halt, ne? Das ist halt so ein bisschen mein Problem mit MK1 momentan. Aber ich bin auch mal gespannt. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Streamy, ne? Also haut erstmal rein.